Ein großer Tag für Pfarrer Josef Holtkotte. Vor 31 Jahren wurde er hier im Hohen Dom zu Paderborn schon einmal geweiht. Damals zum Priester. Am 26. September 2021 nun zum neuen Weihbischof des Erzbistums Paderborns. Du wohnst in der Höhe und schaust doch voll Güte herab auf den Niedrigen. Du kennst alle Wesen noch bevor sie entstehen. In den Fragen und Umbrüchen unserer Welt und unserer Kirche brauchen wir die frohe Botschaft, die österliche Botschaft als bleibende Kraftquelle. Die Herausforderungen an die Kirche gilt es zu erkennen. Kirche muss aus der Gegenwart Gottes leben und das Leben der Menschen ernst nehmen. Sie muss die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen wahrnehmen. Nur dann kann sie Weg und Bewegung sein. Papst Franziskus hatte Josef Holtkotte seit 2012 Bundespräses des Kolpingwerkes im Sommer zum Titularbischof von Semingi und zum neuen Weihbischof im Erzbistum Paderborn ernannt. Der neue Weihbischof wolle diesen Weg im Miteinander und Füreinander gehen. Nicht als einer, der meint, den Glauben besitzen zu können, sondern als einer, der Glauben erfahren hat und davon erzählen will. Eine Aussage von Adolf Kolping will ich mir besonders ins Herz hineinschreiben. Er sagt: Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde doch das Glücklichste und Beste, was der Mensch auf dieser Welt ausrichten kann. Ich kann mir nur wünschen, dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ein Zeichen für die Hingabe an Gott, das Ausstrecken auf dem Boden vor dem Altar. Der große Moment. Nachdem Erzbischof Becker, die Weihbischöfe Matthias König und Dr. Dominikus Meyer und alle anwesenden Bischöfe Pfarrer Holtkotte ihre Hände auflegen, spricht der Erzbischof das Weihegebet. Josef Holtkotte steht nun sein ganzes Leben unter dem Evangelium. Erzbischof Becker verleiht ihm die drei typischen Zeichen des Bischofsamtes: Ring, Bischofsstab und Mitra. Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes. Trage Sorge für die ganze Herde Christi. Dass ich bei meinem Gang durch den Dom in so viele mir mutmachende und mit zulächelnde Augen und Gesichter blicken konnte. Das hat mich berührt und gestärkt. Das Interesse am frisch geweihten Weihbischof ist enorm. Und dennoch geht er nicht auf Abstand. Im Gegenteil. Und immer an seiner Seite seine Kolping-Familie. Josef Holtkotte ist schon mittendrin. Im Amt des neuen Weihbischofs.